Wie arbeitet die optische Speicherplatte? Fragezeichen. Na, zunächst mal, Sie wissen, der Trick ist immer, wenn man so eine Frage bekommt, da ist man ja erstmal ein bisschen geschockt, vor allem auch in der mündlichen Prüfung. Und man muss irgendwie einen Ansatz finden. Und das Erste, was man tut, ist zunächst mal hier, sich hier einhaken und sagen, was ist denn eine optische Speicherplatte? Ja, also zunächst mal hier diesen Teil der Frage ignorieren, Speicherplatte als Begriff aufnehmen. Das ist eine Scheibe. Ja, Speicherplatte ist eine Scheibe, auf der eine Laserspeicherung erfolgt. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen substantiviert, um ein bisschen Platz zu sparen. Also eine Scheibe, auf der die Daten mit Laser gespeichert werden. So, und wenn man dann diese Laserspeicherung nehmen, dann können wir hier wieder, wir müssen ja noch beantworten, wie das Ding arbeitet, verschiedene Arbeitsweisen aufzeigen. Nämlich einmal, es gibt also drei Varianten hier im Prinzip, nämlich einmal, Daten können nur gelesen werden. Ja, also hier drei Varianten. Daten können nur gelesen werden. Dann Datenträger kann mehrmals beschrieben werden. Zweite Variante. Und beliebig oft oder kann beliebig oft wieder beschrieben werden. So, das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen besser strukturieren. Also, es gibt einmal eine optische Speicherplatte, da können Daten nur gelesen werden. Die ist fertig, da kann auch nichts verändert werden. Dann die zweite Variante, der Datenträger kann mehrmals beschrieben werden, aber dieses mehrmals ist eben begrenzt. Die dritte Variante ist, der Datenträger kann beliebig oft wieder beschrieben werden. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.